Willkommen zurück zu Let's Play Luffy and the Fortress of Doom. Wir befinden uns in Ebro, sollen hier Zeug kaufen. Öl. Poweröl. Was sagst du? Wenn der Berg sich geteilt hat. Eddies. Okay, irgendwas hat sich da geformt in der See nördlich von der Stadt. Wahrscheinlich so ein paar Hügel oder sowas. Ja, ich dachte, hier wird noch irgendwas Problem sein. Willkommen! Ich sehe kein Poweröl im Laden. Früher gab es einen Arubus, guten Schnaps, Bier, was auch immer es hier da ist, vielleicht auch einfach nur Tee. Nordöstlich der Stadt. Ich bin öfters dorthin gegangen, wenn ich jung war. Oh, lass mich in Ruhe. Ich will da ran. Danke. Willst du mich jetzt verarschen? Willst du mich jetzt einsperren hier, oder wie? Hallo. Danke. Gott, alte Leute, die einem in ihrem Haus einsperren wollen. Was ist denn hier nur los? Willkommen, Grand Blade. Dann lass mich auch gucken. Auf jeden Fall besser als Carbo Sword. Also gekauft. So. Zudem. Weg, 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 weg. So. Rüstung. Mal sehen, was du noch hast. Goldschuhe. Macht die Agilität ein bisschen runter, aber würde den Angriff noch höher steigern. Die Verteidigung ein bisschen. Mal überlegen. Das für dich auf jeden Fall. Verloren. Für dich nehme ich es auch mit. Ja, ich glaube, das reicht, wenn ich das so mache. Fate braucht, glaube ich, erstmal keine weitere Ausrüstung. So. Gut. Gut, gut, da haben wir schon mal Ausrüstung. Jetzt noch die Frage, wo ich jetzt das Öl herkriege. Hier sieht es ganz schön leer aus. Sorry, wir haben geschlossen. Wir könnten kein Öl mehr bekommen. Wo kriegt ihr euer Öl? In der Ölhöhle nördlich von der Stadt. Aber ein großer Erdrutsch hat die Straße geschlossen. Ein Mann namens Hedge versucht da durchzukommen, aber er konnte nicht durch. Und wo kann ich Hedge finden? Ich denke, er ist nördlich der Stadt. Er sucht nach einem Weg da durch. Ja, ich wusste doch, dass wieder irgendwie sowas ist. Es war ja abzusehen. So, was haben wir hier? Nichts. Also wird's ausgeraubt. Nördlich. Das ist nordwestlich bisher. Ach Gott, oh Gott, was ist denn hier los? Ein recht großes Gebiet, wie ich meinen darf. Zumindest sieht's bisher so aus. Und da steht ein Typ. Das wird er wahrscheinlich sein. Ein Surprise Attack. Das ist doch klasse. So, und ich hab's natürlich verkackt. Nee, doch nicht. Alles in Ordnung. So, Luffy steigt ein Level. Und leert Thunder. Ja, unter Equip bringt mir das da nichts zu gucken. Große Explosion trifft alle Gegner. Wow. Sehr schön. Bist du Hedge? Das ist richtig. Wer bist du und was möchtest du... Ja, und was möchtest du? Sag uns, wo das Poweröl ist. Es ist in der Ölhöhle nördlich von hier. Das ist die Straße, aber wie du sehen kannst, ist sie bei einer Erschütterung kaputt. Du suchst nach Öl? Ja. Die Tür zur Ölhöhle ist verschlossen. Nimm diesen Schlüssel. Ich werde nach einem neuen Job suchen.
Okay, das heißt wahrscheinlich müsst ihr irgendwie drumherum schwimmen, wahrscheinlich oder sowas. Zumindest würde das Sinn ergeben. So, wie viele Smokeballs habe ich aber eigentlich noch? 99, 10, und dann noch knapp 100. Oder besser gesagt, genau 109. Ah, die Hydras werden wir killen. Vor allem mit einem kritischen Treffer. Oh yeah. Na, Blizzard ist nicht nett. Aber es gibt Schlimmeres. Okay, schauen wir erstmal hier lang. Ob es hier noch irgendwas gibt. Ich probier's mal gegen euch. Vielleicht ist es ja inzwischen nicht mehr so schlimm, gegen euch zu kämpfen. Ja. Über 100 abzuziehen ist recht gemein. Vor allem, wenn ihr sie dann zweimal angreift. Okay. Bitte belebe Lufia wieder. Und du heilst sie dann mal. Und du wärst erstmal so lange ab. Ja, okay, das hat ja mal wieder wunderbar geklappt. So, dann jetzt so. Weg mit euch. Nervigen Biester und Portionen habe ich auch keine mehr. Das heißt, wenn hier jetzt nichts weiter ist, werde ich mich erstmal nach Grenoble warten und für Nachschub sorgen an Portionen und auch an ein paar Smokeballs. Einfach zur Sicherheit. Hier geht's aber doch noch weiter. Ja, tschüss. Tschüss. Ich möchte nur sehen, ob hier jetzt noch irgendwie ein Weg ist. Ja, aber ich hätte hier auch bekämpfen können. Solange es nur ein so ein Frosch ist und ich meinen Angriff auf ihn konzentrieren kann, geht das ja eigentlich. So. Ich will aber auch nicht allzu viel HP jetzt verlieren, weil so viele Portionen habe ich ja nicht mehr. Okay, hier ist nichts weiter. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal sinnloserweise nach Grenoble. Warum? Einfach nur, weil ich weiß, dass es hier Potionen und Smokeballs gibt. So, also werden davon jetzt ewig viele gekauft. Ja, ich habe die Melodie noch nicht so raus. So, das müsste reichen. Und noch ein paar Smokeballs. So, reicht. Ich vermute mal, dass ich hier immer noch keinen neuen Job kriegen werde. Denn ich habe ja alles gemacht. Ich bin ja der beste Schatzjäger, den es je gab. Ja, so ist es. Eigentlich schade. Ich hätte schon gedacht, dass das noch ein bisschen tiefer geht. 7 Ebenen ist ja dann doch irgendwo Pillepalle. Auch wenn die Monster schon recht stark waren, das kann man ja nicht abschlagen. Ja, Warp nach Epro. Gut, dann werden wir uns doch mal umschauen, ob es hier außen irgendwie einen Weg gibt. Denn das war jetzt ja natürlich die sinnvolle Art und Weise, hier an dieses Problem ranzugehen. Den Schlüssel haben wir ja bekommen.
um in die Höhle reinzukommen. Jetzt müssen wir halt nur noch an die Höhle rankommen. Und Aguru, würdest du mal... Ja, danke. Gut. Ihr seid doof, euch mag ich nicht. So. Ja, mit euch lege ich mich gerne an. Oder zumindest etwas lieber als mit manch anderen. Der Kuro ist schon wieder so langsam. Aber es ist noch erträglich. Oh, 1000 Erfahrung. Okay, hier war das Ding. Ah ja, hier geht's tatsächlich rein. Irgendwie sowas musste es ja sein. So, hier drüben geht's nichts weiter. Ist auch nichts. Ich guck mich aber auch noch nebenbei ein bisschen um. Nicht, dass ihr euch wundert. Ich habe schon gesehen, dass da oben der Weg ist. Ich würde aber gerne noch mal gucken, ob hier vielleicht auch noch irgendwo was ist. Okay, Mantra Ray. Habe ich auch noch nicht gesehen. Eine Überraschungsattacke, na, die nutzen wir. So, mal sehen, ob die drei den einen killen können. Ja, können sie. Ich habe ja gar nichts gesagt. Hier scheint also echt nie was zu sein. Dann wohl aber wieder hier in der Höhle. Die mir jetzt schon irgendwie nicht gefällt. ja. Sea Dragon. Okay, schauen wir mal, was ihr da so drauf habt. Auf jeden Fall keine zwei Angriffe. Ja, ihr haltet auf jeden Fall keine zwei Angriffe aus. Aber ihr gibt 4000 Erfahrung, das ist auf jeden Fall schon mal etwas besser. Als die meisten eurer Kollegen geben. So viel Schaden macht auch mit dem Angriff nicht. Ja, okay, Flut ist dann aber doch irgendwie nervig. Solange ihr normal angreift oder euch gegenseitig nur versucht zu schützen, seid ihr voll in Ordnung. Wenn ihr Flut einsetzt, seid ihr ein bisschen doof, aber... Immer noch besser als diese komischen grauen Frösche, die auch Flut einsetzen und weniger Erfahrung geben. So. Ah ja, hier komme ich zu den Truhen. Und was bekomme ich? Ein Big Arrow, ein Item, was ich nie benutze, und eine Power Potion, welche ich gleich benutze. An solchen Potions. Ja, sein könnte, dass ich da mal irgendwie eine gekriegt habe und sie übersehen habe. Aber nein. Okay, Manta Rays. Dann schauen wir mal, was die drauf haben. Okay, das konnte ich jetzt gerade nicht lesen. Irgendwas mit Whip-S-Ding oder sowas, genau. Whip-Sting. Ach so, Peitschen-Dachel oder sowas. Okay. Gibt aber auch nur 200 Erfahrungen mehr als die zwei anderen Viecher, aber... Scheint nicht allzu viel Schaden zu machen. Während die mit ihrer Flut doch ganz schön heftig zuhauen können. Genau mit der. Aua, aua, aua. Stirb. So. Dann, nächster Weg. Wo führst du hin? Zu einer weiteren Truhe. Und zu...
keine weiteren Truhen. Hydra. Ach, euch bekämpfe ich. Blizzard ist schon mal nicht nett. Und eure normalen Angriffe hauen auch ordentlich rein. Aber jetzt haben wir ja genug Portionen, dann macht das nichts. Aber ihr gebt auch wenig Erfahrung. Wenn sich das mal überlegt, die geben immer noch so viel Erfahrung wie gerade mal... Ja, nur ein kleines bisschen mehr als diese kleinen Truhen, die es da schon zig Level vorher gab. Also irgendwie ist das mit Erfahrungsverteilung hier ziemlich schief gelaufen in dem Spiel. Meine Meinung zumindest. Ah, wo komme ich hier hin? Zu einer Truhe und da scheinen zum Ausgang. Lass mich mal kurz hier weg, ich will kurz gucken, ob das der Ausgang ist. Eine Grand Blade, dann hätte ich das gar nicht kaufen müssen. War ja abzusehen. Ja, hier kommen wir auf jeden Fall hier raus. Ah, vorher möchte ich mich natürlich erstmal umgucken. Tschüss. Denn hier gibt es bestimmt noch einiges an Items, welche ich mitnehmen möchte. Surprise Attack. Nehme ich auch gerne mit. Inzwischen sind wir Level 40. Und ich sehe gerade, dass wir ziemlich überzogen haben. Okay, dann beende ich jetzt erstmal hier den Part. Wir sehen uns zum nächsten. Bis dann.